Herrliche Weine, wunderbare Natur und eine Altstadt, die zum Flanieren einlädt. Eine Stadt im Rheingau. Agil, flexibel, modern und trotzdem traditionell. Doch wo genau findet sich eine solche Kommune? Es ist die größte und älteste Stadt im Rheingau. Mit liebevoll sanierten Häusern der Altstadt und modernen Neubauten in den umliegenden 5 Stadtteilen ist es Eltville, das für 17.500 Menschen eine wunderbare Lebensqualität bietet. Doch wie bei vielen Dingen ist es die innere Schönheit, die uns verweilen lässt. Kulturelles, klimatisches und soziales Engagement steht in Eltville an oberster Stelle. Es wird stets weitergedacht als nur an morgen. Und so sind viele tolle Einrichtungen mit motivierten Mitarbeitern und Freiwilligen entstanden, die Eltville zu einer liebevollen und wohnlichen Stadt sowohl für jung als auch für alt geformt haben. Eltville versteht sich als soziale, nachhaltige Familienstadt und hat sich ganz den Projekten und Zielen der Nachhaltigkeit verschrieben. Und ich kann als Bürgermeister immer nur die Leute einladen und sagen, engagiert euch, macht mit. Nichts ist einfacher, als einfach zu machen und zu sagen, ich bin dabei. Und dazu möchte ich Sie auch heute einladen. Kommen Sie mit auf eine filmische Reise durch unsere Nachhaltigkeitsstadt Eltville am Rhein. So bietet Eltville an 3 Standorten Mehrgenerationenhäuser und Familienzentren in kommunaler Trägerschaft Raum für Engagement und Begegnung. Mit einer großzügigen Angebotsvielfalt und über 100 Freiwilligen ist hier für jeden etwas dabei. Koordiniert werden all diese Angebote durch das nahegelegene Netzwerkbüro, welches eine gleichberechtigte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger ermöglichen soll. Eine vergleichbare Netzwerkarbeit leistet auch die Eltviller Wirtschaftsförderung. Dieses Konzept will die Stadt zur kommunalen Wirtschaftsförderung ausbauen und legt dabei besonderen Wert auf die Unterstützung von jungen, innovativen Startups. Angetrieben wurde die Wirtschaft stets durch immer fortschrittlichere Mobilität. Genau in diesem Bereich schlägt Eltville zukunftsweisende Wege ein. Der Verwaltung stehen 5 E-Fahrzeuge bereit, sowie mehrere Ladestationen im ganzen Stadtgebiet. Damit tritt Eltville durch den Einsatz von E-Mobilität selbstbewusst an die Verwendung neuer Energien heran. Doch auch auf 2 Rädern bewegt sich Eltville auf modernste Art fort. Den Angestellten der Stadt stehen mehrere E-Bikes für innerstädtische Kurzstrecken zur Verfügung und an vielen Orten in und um die Stadt finden sich moderne E-Bike-Ladestationen. Doch nur Neues zu erschaffen ist nicht immer der einzige Weg. Das Alte muss auch erhalten bleiben. In den 60er Jahren wurde im Martinstal der Walluffbach kanalisiert und stark bebaut. Artenverarmung und Überschwemmungsgefahr waren die Folge. Um dem entgegenzuwirken, beteiligt sich seit 2017 eine AG an der Projektplanung zur Gewässerrenaturierung. Durch die Erschaffung einer erneuerten natürlichen Laufbahn und eines barrierefreien Rundwegs entsteht hierbei eine wertvolle Verbindung von Gewässer, Naturschutz und Naherholung, die einen Besuch zum Erlebnis macht. Das erneute Zusammenspiel von Natur und Naherholung lässt sich bereits entlang des Rheins und an allen städtischen Grünflächen genießen. Mehr Bienenhotels, Blumenwiesen und kein Glyphosat sind hier wegweisend für ein bienenfreundliches Hessen. Trotz der Bemühungen zum Klimaschutz ist der Klimawandel bereits überall spürbar, gerade auch im Weinbau. Um die Zukunftsfähigkeit des Weinbaus zu sichern und dessen Anpassung an die neuen klimatischen Verhältnisse inklusive Starkregen und Erosion zu fördern, wurde das Projekt Klimaanpassungsmaßnahmen im Weinbau ins Leben gerufen. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden dabei von Eltville als Übermittler an die Winzer weitergeleitet, um so für die Zukunft gewappnet zu sein. Wandern entlang des Gutenbergweges, vorbei an historischen Bauten und wunderschönen Aussichten. Fairtrade-Produkte shoppen im Burgladen oder seinen Wissenshorizont erweitern in der Mediathek. Eltville hat noch so viel mehr zu bieten, als dieser Film überhaupt zeigen kann. Unser Ziel ist es, dieses Angebot und den damit einhergehenden Fortschritt in der Nachhaltigkeit immer an oberster Stelle zu positionieren und stetig daran zu arbeiten. Eltville soll lebenswert sein. Für jeden.